Mit dem Greymoor-Update von Elder Scrolls Online ist es nun endlich möglich, die Allianz zu wechseln. Wie einfach das ist, zeige ich euch an einem Char, der im Dolchsturzbündnis war und jetzt zu einer anderen Allianz möchte. Dazu geht man in den Kronenshop, klickt auf Upgrades und Wertmarken. Dort findet man unter anderem eine Wertmarke für den Allianzwechsel. Diese gibt es nur für Kronen zu kaufen. Wie viel Kronen das sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Mit E kann man dann diese Marke kaufen. Anschließend muss man in den Charakterauswahl gehen, um diese Wertmarke dort einzusetzen. Für jeden Char, mit dem man die Allianz wechseln will, braucht man eine eigene Wertmarke. Wir wählen also einen Char aus und aktivieren diesen. Anschließend klicken wir auf die Wertmarke zum Allianzwechsel. Wir kommen nun in ein Menü, ähnlich wie bei der Erstellung eines Chars. Hier können wir auswählen, in welche Allianz wir gehen wollen. Ich habe hier Altmeri Dominion ausgewählt. Ansonsten kann man hier nichts ändern. Es bleibt also der Charakter so, wie er vorher war. Mit einem Klick auf Speichern kommt eine Sicherheitsabfrage, wo wir nochmal gefragt werden, ob wir wirklich speichern wollen. Hat alles geklappt, bekommen wir ein Fenster mit Erfolg und können auf Spielen klicken. Das dauert eine Weile und dann landen wir in der Hauptstadt der neuen Allianz, egal wo wir uns vorher befunden haben. Wenn wir jetzt nun nach Cyrodiil gehen, werden wir sehen, dass wir nicht mehr in der alten Allianz sind, sondern in der neuen Allianz ankommen, in dem Fall im Altmeri Dominion. Übrigens, die bisher erreichten AP bleiben erhalten. Wenn wir die Landkarte jetzt öffnen, sehen wir, wir sind nicht mehr im Dolchsturzbündnis, im Blauen, sondern im Altmeri Dominion, im Gelben Reich. Da wir ja als ehemaliger Dolchsturzcharakter die Eingangsquest im Altmeri Dominion noch nicht gemacht haben, wird uns die angeboten. Wir nehmen die Quest an und gehen zur Großkriegsfürstin Sorkalin. Sorkalin fragt uns, ob wir das Tutorial wirklich überspringen wollen, und wenn wir sagen ja, ist die Quest erledigt und wir bekommen auch noch 3000 AP geschenkt. Und jetzt werden uns auch die täglichen Quests, die Dailies, angezeigt, die wir annehmen können und für unser neues Reich kämpfen können. Ihr seht also, der Allianzwechsel ist gar nicht so schwer,